Heute möchten wir über Headies reden und haben dafür den Erfinder René Wegener eingeladen. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann, darf. Was ist denn Headies und wie kommt man da ja auf diese etwas schräge Idee, sage ich mal? Headies ist eine Mischung aus Kopfball vom Fußball und Tischtennis. Man spielt an einer normalen Tischtennisplatte. Und die einzige andere Regel zum Tischtennis ist, dass man den Ball nur mit dem Kopf spielen darf. Also es gibt noch ein paar kleine Änderungen. Man darf auch draufspringen und den Ball Volley spielen. Das ist dann immer spektakulär. Aber ansonsten funktioniert das wie Tischtennis, wird auch genauso gezählt. Und ja, das ist eine Idee, die ich hatte, als ich Sport studiert habe. Das ist schon eine Zeit her. Und das Spiel hat sich gut entwickelt und jetzt bin ich froh, dass das viele Leute mit Spaß spielen. Also im Prinzip so wie Tischtennis damals in der Grundschule mit Mathebuch und anstatt Mathebuch benutzt ihr den Kopf. Genau, weil ein Mathebuch, man kann sich auch ein Mathebuch vor den Kopf halten, aber dann funktioniert es nicht mehr so gut. Könnte auch wehtun, glaube ich. Auf Dauer. Man muss da direkt dran halten, ne? Direkt der Kontakt mit dem Mathebuch und ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Also neben Sportstudieren, ich meine, ich habe das auch gemacht, da kommt man auf viele schräge Ideen, wenn man gedacht hat, wenn ich es schon mal probiere, können wir das ja mal probieren, ob das so funktioniert und so weiter und so fort. Aber wie kommt man da drauf? Ich war im Schwimmbad gewesen, wollte eigentlich Fußball spielen. Der Fußballplatz war belegt, die Tischtennisplatte war frei und so sind wir auf die Idee gekommen. Jedem von meinen Kollegen hat das Spaß gemacht und meine Freunde und ich, wir sind auch sehr viel geskatet und dann wollten wir halt auch eher so diese Stimmung vom Skaten haben, dass ganz so ernst ist, sondern es geht halt darum, Sport zu machen, aber Spaß dabei zu haben. Und das wollten wir dann auch weiter fortführen, haben wir auch gemacht. Und wie du sagst, während dem Sportstudium, man hat viele Ideen und man kann dann ausprobieren, funktioniert das auch. Allen Leuten, denen ich es gezeigt habe, hat Spaß gemacht. Und ein Prof von mir damals im Speziellen, der hat das dann halt auch gepusht, weil er gesagt hat, ja, du behauptest jetzt, du hast eine tolle Sportart erfunden. Jetzt musst du auch zeigen, wie das geht. Und dann hatte ich direkt eine Hochschulsportzeit und musste dann mir auch überlegen, wie man das Ganze jemandem anderen beibringt. Und ich habe gedacht, gut, kommt eh keiner. Aber da waren dann 20 Leute, die das auf einmal spielen wollten. Und ja, das war der Start und ab ging's. Dann ist das quasi positiv eskaliert. Absolut. Es sind ein paar sehr verrückte Sachen passiert dabei. Natürlich am Anfang alles noch nicht so geplant, wie es heute ist, aber ja, positiv eskaliert kann man schon sagen, auf jeden Fall. Ja, positiv eskaliert, ich meine, euch gibt es jetzt schon länger, es ist ja nicht so, als seht ihr eine der paar hundert Sportarten, die jeden Tag verschwunden worden und davon 90% wieder erfunden werden und die dann einen Tag später vergessen werden, sondern euch gibt es ein bisschen länger schon und von, wir stehen an der Tischtennisplatte mit einem Fußball und köpfen den da drüber, gibt es jetzt einen eigenen Ball und mehr oder weniger, ja, es gibt auch jetzt einen Verband quasi, richtig? Ja, absolut, aber nicht mein Verband ist ja auch Schall und Rauch, ne? 7 Leute, dann bist du im Verband. Kommt ja immer drauf an, was passiert. Nee, da gibt es schon viele Leute, die da Bock drauf haben, das zu spielen und das dann halt auch überall zu spielen. Also deutschlandweite Turnierserie, internationale Turniere, die es dazu gibt. Sehr viele Fernsehauftritte, die wir gemacht haben mit Stefan Raab, mit auch international bei ESPN zum Beispiel in Amerika oder ein Turnier in Las Vegas gespielt. Die Liste ist sehr, sehr lange. Es beruht aber alles darauf, dass das Spielprinzip so einfach ist, dass ganz viele Leute die Regeln eigentlich kennen, weil sie Tischtennis kennen. Und auch wenn man nur vorbeiläuft und sieht das, kann man nachvollziehen. Der hat jetzt da was Spektakuläres gemacht, weil er einfach gehechtet ist und den Ball noch bekommen hat. Im Vergleich zu, und damit will ich Tischtennis überhaupt nicht schlecht machen, aber ist, wenn ich mich nicht auskenne, erkenne ich halt den Schnitt, den ich mit der Hand gebe, dem Ball. Das ist halt, wie will man das erkennen? Und bei Headies kann man das halt nachvollziehen, der Ball ist größer, der fliegt dann langsamer. Ich sehe den Ball auch, weiß, was da passiert. Die Leute springen da rum, haben ihren Spaß und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept davon. Ja, wo du es gerade selber erwähnt hast, die Regeln, die jeder kennt vom Tischtennis, wie sind die denn, die Regeln, die jeder kennt? Die Regeln, die jeder kennt, sind, ein Satz geht bis 11. Im Endeffekt hat jeder 3 Angaben, egal ob ich einen Punkt mache oder nicht.
3 Angaben, dann ist Wechsel. Ich muss mit 2 Punkten Abstand gewinnen. Wenn ich den Ball ins Aus oder ins Netz köpfe, dann habe ich den Punkt verloren. Wenn ich den Ball mit irgendwas anderem berühre, außer im Kopf, habe ich verloren. Ich mache meine Angabe auf meine Seite und dann auf die andere Seite. Nach der Angabe, wenn er aufgekommen ist, dann darf ich ihn direkt nehmen, den Ball. Also ich darf auf die Platte draufspringen, den Ball spielen. Danach muss ich den Boden wieder berühren, damit ich da nicht wie ein gestrandeter Wal drauf liegen bleibe. Und ja, ansonsten ist die, ich muss oder ich darf die Platte berühren. Das ist ein großer Unterschied zum Tischtennis, da darf man das nicht. Aber hier ist es einfach so, damit ich weiß, dass ich die kurzen Bälle kriege und dass ich weiß, wie viel Abstand ich zur Platte habe, darf ich den Tisch berühren, 2 Gewinnsätze und das war's. Das ist ja fast so einfach wie Rundlauf. Oder sogar einfacher als Rundlauf, weil da musst du immer noch darüber diskutieren, wer jetzt gerade raus ist und wer nicht. Oder wer laufen darf und in welche Richtung. Und ach, der ganze Kram halt, den wir aus der Schule kennen. Nun, sagtest du, es gibt halt, ihr wart auf ESPN und so weiter, was ich übrigens nur jedem empfehlen kann. Link gibt's in den Shownotes zu diesem Auftritt, sage ich mal. Sagtest halt, es gibt ja jetzt auch deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften und so weiter. Was gibt es denn? Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft? Und dann? Es gibt eine Weltmeisterschaft da drin. Ne? Also wir spielen gar keine deutsche Meisterschaft, wir spielen eine Weltmeisterschaft. Alle Weltcup-Turniere, die wir spielen, sind auch immer offen und da kann jeder partizipieren und mitmachen. Da haben wir auch eigentlich immer ein internationales Feld, oft angrenzende Länder, aber wir hatten auch schon Teilnehmer aus Japan oder aus der Dominikanischen Republik und aus den viele aus der Slowakei und Tschechien zum Beispiel, Schweiz, Holland und so weiter. Und das sind da auch nicht Leute, die in Deutschland wohnen, aber aus dem Land kommen, sondern die auch tatsächlich, das gibt's auch, klar, aber da sind auch Leute, die dann tatsächlich dafür anreisen, fliegen, fahren, wie auch immer. Ja, genau, und das ist so das System. Es gibt ein Weltcups und eine Weltmeisterschaft. Okay, du sagtest ja im Prinzip eine offene Meisterschaft für jeden. Wie kann man sich dabei anmelden? Kann man da auf eure Website gehen? Genau, also die einzige Anmeldung, die man braucht, man muss nicht im Verein sein. Es gibt natürlich organisierte Vereine, viele Profifußballvereine, die eine Abteilung haben. Der 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt aus der 1. Liga, die haben eine Abteilung. Mit dem VfL Bochum kooperiert der Verein aus Bochum ganz viel. Und wenn ich mich anmelden möchte, gehe ich aber einfach nur auf headis.com, lege mir da ein Spielerprofil an, muss auch nicht irgendwie dem Verband beitreten, sondern mich einfach nur für das Turnier registrieren, spiele das Turnier und dann ist gut. Und dann bist du auch im Zweifelsfall in der Weltrangliste unterwegs sozusagen. Absolut, genau, dann ist man der. Also so einfach wie ein Facebook-Profil. Wahrscheinlich ist das sogar komplizierter. Das ist komplizierter, man muss dann aber beim Turnier vor Ort sein, das Turnier spielen, um die Weltrangliste zu kommen. Und da ist Facebook vielleicht noch ein bisschen einfacher. Wie sieht es denn aus mit Ambitionen für sowas wie Olympia? Weil tatsächlich ist das ja eigentlich eine einfach realisierbare Sportart für so ein Event wie Olympia. Weil die Tischtennisplatten sind eh schon da. Der Raum in irgendeiner Halle ist geblockt. Machst du halt 2 Tage länger im Prinzip. Ja, ja, also Headis hat auch viel mehr olympische Züge als sehr viele bestehende olympische Sportarten. Olympia dabei sein ist alles, habe ich auch schon öfter gesagt, aber ich habe einfach kein Segelboot. Es wäre jetzt schwierig für mich im Segeln da teilzunehmen. Ne? Oder auch so ein Bobrennen wäre auch schwer. Aber bei Headis, da haben wir auch schon viele Aktionen gemacht in Südafrika, in der Domrep, in Brasilien. Wir sind da hingeflogen und haben halt einfach diesen Geist, des ich kann es einfach machen, gezeigt, indem wir in Slums und Ghettos gegangen sind und haben da einfach aus Sperrholz Platten gebaut und haben die Bälle gespendet in Schulen. Und dann konnten die Kinder spielen nach dem Prinzip, wir spielen. Und da sind die zum Teil dann auch aus der Domrep gekommen und haben das gezeigt und haben dann gespielt, vom Sportministerium, von denen unterstützt. Das heißt, der olympische Gedanke ist absolut präsent und viel mehr da als in vielen anderen Disziplinen. Aber um diesen Weg wirklich zu gehen, braucht man eine wirkliche Verbandsstruktur und die gucken, wie viele Mitglieder sind da. Und dieses genau gegen diesen Weg, wie wir ihn eigentlich gehen,
Und wenn ich mir dann noch angucke, wie die Stadien bauen, wie viel Gelder da und so weiter, ne? Also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, Olympia, auch wenn man es aus sportwissenschaftlicher Sicht betrachtet, schön und gut, das ist das Ziel von der Trendsportart. Zumindest sagen sie das, aber wir machen jetzt eine Trendsportart und das in der Form ist es nicht unser Ziel, weil diese Struktur da drauf zu zwängen, Schwachsinn für uns, ne? Jetzt, das ist für uns geredet, aber hättest du mir, wenn man auch mal dabei ist, das hat so viel mehr von dabei sein, ist alles. Wir haben auch keine Schiedsrichter zum Beispiel. Das waren die Spieler untereinander, weil wirklich Fairplay da vorgeht. Ne? Und deswegen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein verfolgtes Ziel. Wenn aber jemand zuhört vom Olympischen Komitee, dann soll er mich anrufen, auch wenn er meine Handynummer nicht hat. Die kann er von mir haben, im Zweifelsfall. Aber ja, also ihr wärt gern olympisch, aber es scheitert an Olympia quasi oder an dem olympischen Bewegungsdetails. Wenn Heddes olympisch wäre, dann wäre natürlich eine Riesenaufmerksamkeit für Hedde. Das fände ich schön, weil es ein sehr positiver Sport ist, bei dem man wirklich wenig braucht, sehr schnell Erfolgserlebnis hat, nicht viele Techniken, Training, bis man zum Zielspiel kommt. Also sehr viele positive Sachen hat der Sport an sich. Da würde es mich freuen, wenn er viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, was durch Olympia absolut der Fall wäre. Ja, aber dieses Reglement und dieser ganze andere Weg, naja. Ja, ich weiß, ich kenn's. Habt ja jetzt auch, oder beziehungsweise, ihr habt einen normalen Fußball angefangen, offensichtlich. Aber ihr habt jetzt auch in Anführungsstrichen einen eigenen Ball. Ja, wir wollten Fußball spielen, aber wir haben uns dann von Kind einen Gummiball ausgeliehen, weil der Fußball ist schwer, der springt auch nicht hoch genug. Immer wenn Leute sagen, es funktioniert nicht wirklich, ich habe das mal ausprobiert. Mit welchem Ball? Ja, mit dem Fußball geht es einfach nicht so gut. Es gibt einen speziellen Heddesball, der springt sehr hoch ab, der ist ganz weich, der ist ganz leicht, da muss man keine Berührungsängste haben. Aber in der Form, und das sage ich auch, weil mir geht es jetzt nicht darum, der Ball, das ist es und ihr müsst diesen Ball, sondern es gibt einen Ball bei Decathlon und das ist ein Größe 4 Gummifußball, der ist ganz rund, der springt. Das ist eigentlich genau dieser Ball. Ne? Und das ist die einzige Voraussetzung, eine Steintischtennisplatte im Park, im Schulhof. Und da ist die ganze Infrastruktur gegeben. Also einen leichteren Einstieg kann ich mir tatsächlich in keine andere Sportart vorstellen. Ne? Nee, tatsächlich ist dann der Ball ja sogar billiger als ein richtiger Fußball und du hast nicht nach einer Partie hättest ein Schleudertrauma. Genau, also der Ball kostet 5 Euro. Das ist jetzt, wenn man zu zweit spielen will, teilt sich jeder die 5 Euro noch auf, dann. Genau. Kann man danach auch noch gemeinsam Eis essen gehen und hat mit Hettis einen schönen Nachmittag. Absolut, das sollten die Leute machen. Haben sich bewegt, können sich gut fühlen, haben ihren Spaß gehabt. Und ein Eis, Schoko, Bananeneis. Wenn jetzt die Leute, die uns zuhören, unbedingt Heddes machen wollen, außer dass sie sich eine Tischtennisplatte suchen und einen, ich sag mal, Tankstellenfußball, und loslegen, wie sollen sie denn loslegen, um dann wirklich auch mal bei euch mitzumachen? Das Allereinfachste ist tatsächlich sehr, es kommt von selbst übers Spiel. Je mehr man spielt, man lernt die Techniken, die gibt es natürlich, wie spiele ich ein Volley oder ein Surfen Volley und so weiter. Das kommt aber alles mit der Erfahrung. Es gibt auch einen Stoppball oder einen Topspin und so weiter. Das kommt aber alles, wenn ich den schaffe, den Ball hin und her zu köpfen. Weil ich die Platte berühren darf, habe ich halt den Vorteil, wenn ich das auch tatsächlich mache und mache die Hände oben drauf, habe ich automatisch den Abstand und immer die relativ gleiche Körperposition. Wenn ich dann mit der Stirn spiele am Anfang, gucke den Ball an und köpfe den hin und her, dann ist es sehr einfach, da schnell reinzukommen. Wenn ich dann besser werde, fange ich irgendwann an, mit der Schläfe zu spielen, weil dann kann ich den Ball schneller beschleunigen und der tut ja auch nicht weh. Wenn ich dann da, und das ist dann im Prinzip das, wo es anfängt, dass es funktioniert wie ein Schläger im Prinzip. Und dann, wie ich den Kopf bewege, kann ich den dann natürlich einfach gerade und schnell oder halt zum Beispiel einen Topspin spielen. Und damit kann ich dann auch viel mehr meine Winkel steuern. Das passiert ja aber alles übers Spiel. Wir haben da auch Reihenfolgen und Abfolgen gemacht mit Kaderspielern von Profifußballvereinen, wo man, wir sollen das schneller lernen und wie verbessern die ihr Kopfballspiel, klar. Aber
normalerweise geht alles übers Spiel bei einem Hätte-Spieler, der jetzt einfach für sich Hätte spielt und besser werden möchte. Ja, also raus an die Platte und loslegen quasi. Absolut, feuerfrei. Es gibt keinen Grund, warum man jetzt nicht aufhören sollte zu hören. Nein, man kann noch die Viertelstunde gar noch aufhören. Und dann raus. Bevor wir jetzt im Zweifelsfall zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest? Ich möchte fragen, warum sie es noch nicht ausprobiert haben. Also schreibt bitte und kommentiert, warum habt ihr es noch nicht gemacht? Oder wenn ihr es gemacht habt, wie es euch gefallen hat. Es ist tatsächlich so einfach. Und wir kommen gerade von der Gamescom. Da hatten wir einen Stand, da haben innerhalb von 4 Tagen, an denen öffentlich gespielt werden konnte, haben über 1000 Leute den Zettel unterschrieben, dass sie jetzt hier spielen. Da ist eine Riesenschlange und da frage ich mich dann auch immer, warum spielen die im Park nicht weiter? Da kommen sie und sagen, sie spielen einmal im Jahr hier. Und ich denke mir, es ist so einfach, macht es doch einfach weiter. Ne? Also das ist so mein Anliegen an die Leute. Geht einfach raus und macht es. Oder wenn ihr was anderes machen wollt, dann macht das. Hauptsache ein Eis am Schluss. Genau, und vor allen Dingen nehmt den Gummiball. Ich habe es mal probiert mit dem Fußball und es tut weh. Nach dem 4., 5. Mal. Und es funktioniert nicht. Es ist Ja, den willst du auch nicht anders treffen. Ne? Dann ja, war mir ein Vergnügen, mit dir darüber zu reden, über diese Trendsportart, die wirklich jeder vor der eigenen Haustür, im eigenen Keller, bei Opa im Keller, überall, wo eine Tischtennisplatte zu finden ist oder ein Brett mit einer Linie in der Mitte, sage ich mal, machen kann. Ja, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zu sagen, geht raus, macht es. Also wirklich. Es macht vor allen Dingen tierisch Spaß, wenn man den richtigen Ball benutzt und nicht den Fußball. Absolut, dann geht's los. Danke dir. Ich danke dir. Bis dann, tschüss. Tschüss.